Hier ist unsere Skizze, was wir brauchen für die Spasten. Nur was wir so brauchen, Kartons. Dann wird hier die erste Rüstung geschnippelt. Nein, ich habe doch nur deine Füße drauf. Jetzt habe ich, ja, den Schuh drauf. Hier wird den ersten Teil der Rüstung geschnippelt. Jetzt bin ich bei mir hier. Ganz weiter schnippeln. Dann haben wir uns hier Jochen so... Jochen der Rochen. Jochen der Rochen. Sieht aus wie der Rochen. Achso, genau, das ist Jochen der Rochen. Und echte Mal. Ohne Schmerz. Ja, das haben wir quasi, wir haben quasi uns in Frischhaltefolie eingepackt und dann Klebeband drum gemacht, damit wir die Form von dem Korbus haben. Oh, das klang intelligent. Genau, und das wird jetzt dann hier so ausgeschnitten. Oh, das ist es. Ich habe es jetzt erstmal etwas größer gemacht. Und hier hinten ist das Ding. Grob zusammengefasst, wie ihr seht, ist das doppelt. Ich habe das quasi doppelt ausgeschnitten. Also eigentlich habe ich es oben dann halt einfach umgeknickt und dann einmal so doppelt gefasst, weil ich dann einfach mehr Stabilität habe. Ich werde aber oben von der Länge her vielleicht noch was wegnehmen und jetzt erstmal grob so zusammengeklebt, dass es halt in Form bleibt oder halt eine Form hat erstmal. Jetzt, das ist das Oberteil von Hashi. Ne? Der hat ja hinten zu, ist uns dann aufgefallen. Und das ist der Oberpanzer von Madi. Jetzt haben wir uns mit Tapetenkleister. Na, hier. Ja, so voll, dass man es gar nicht lesen kann. Und Wasser rühren wir uns jetzt. Da muss noch mehr rein, ist viel zu flüssig. Ja, weiß es doch. Rühren wir uns jetzt Zeug an, damit wir das mit der Zeitung umbumseln können. Und Tine macht hier Straflagerarbeit, der bemalt. Wie in Sibirien. Wie in Sibirien. Tine bemalt die, wie heißen die Dinger? Hier diese Kabelbinder weiß, schwarz, weil die weiß waren, so herum. Machst du sehr schön. Ha, ja, ich bin im Gulag. Waffenwand, Waffenwand. Ja, hier haben wir noch Material, also den Besenstiel und für den Fächer und für die Arm- und Beinschienen. Hier sind die angemalten Kabelbinder. Und das sind erstmal die Rüstungen mit einer Schicht Zeitung und Kleber. So, ich habe hier schon mal probeweise dieses Schulterpolster gemacht. Hier. Fächer. Und da liegt jetzt die Biber drauf, damit der gerade bleibt, weil sonst biegt er sich. Ja. Oh, hier haben wir die Kugel, wollte ich gerade sagen, die Rolle mit Tasche dann auch, wo wir Sachen reinpacken können. Jöri, wie sagt man? Na zdrowie. Ah, ja, passt. Nastlovia. Was? Jöri, richtig. Nastlovia. Was? Nein, nicht ohne R. Was ist das für wie man. Nastlovia! Nastlovia! Ja, da sind wir immer noch nicht weiter. Das haben wir noch geschafft, dass so die restlichen Bein- und Armschienen hier auch hinten auf der Heizung. Dann haben wir angefangen, das hier haben wir angefangen anzumalen.
Hier sind wir soweit durch. Huch. Machen wir das hier alles noch weiß, ne? Genau. Mit stinknormaler Wandmalfarbe. Genau. Und geh mal weg hier, Stuhl. Dann haben wir noch rote Farbe gekauft. Rote Sprühfarbe. Jo. Nicht wahr? Weiter geht's. An. Hier dann. So, wir ärgern uns voll. Das ist nicht rot, das ist orange. So, wegen glänzend. Scheiß Firma, braucht ihr nicht holen. So, Schleichwerbung. Wir versuchen es jetzt nochmal mit einem Bierchen. Und Station schüttelt die Boxen. So, feuerrot, das nenne ich rot. Und dann dieses hässliche, pinke etwas im Vergleich, das einfach mal. Das ist aber auch wie ein Cabrio, ey. Aufs fröhliche Sprühen. Yeah.